Ja, werte Präsidenten, herzlich willkommen zu unserer Kreativsitzung. Ich begrüße euch ganz herzlich mit einem dreifach donnernden Stein, einem Mann. Tau! 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 Leider kann ich ja heute nicht anwesend sein, daher begrüße ich euch ganz herzlich aus der Ferne und habe mich virtuell dazugeschaltet. Und unsere heutigen Themen der Sitzung sind, wie wir es ja schon einmal angedeutet haben, die Kreativsitzung zur Erfindung des neuen Themas des Bühnenmottos der Session 2020-2021. Ja, und ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass wir uns alle sehen, hören können. Und ja, wir steigen auch dann gleich einmal mit unserer Sitzung ein. Und zwar würde ich sagen, mit einem Brainstorming und machen uns einfach mal so Gedanken, welche Themen wir in den vergangenen Jahren bereits hatten, welche Städte wir besucht haben oder welche Genres, Mottos des Bühnenmottos der Session waren. Ja, liebe Präsiden, lasst uns mal einfach Revue passieren an wunderschöne Prinzenführungen, Dankeschön-Feste der vergangenen Jahre und uns überlegen, was wir schon hatten und was wir noch nicht hatten. Fällt euch da irgendwas ein? Besonderheiten aus den vergangenen Jahren? Besonderheiten? Also eine richtig coole Nummer war meiner Meinung nach die Sache mit dem Scheich. Franz Kehr, kannst du dich sagen? 1011 Nächte. Coole Videos, Mann. So coole Videos. Ich glaub das bis heute, ey. Meint, wir kaufen heute noch bei ihm. Das war schon ein großes Kino, was wir da auf die Beine gestellt haben. Richtig super, fast so, ne? Wenn ich jetzt auch dran denke, großes Kino, Comic und Cartoons, das war auch super, ne? Ja, ja, oh, wer zieht schneller als ein Schatten? Oh, ja. Genau, die Leute meinten auch, wir sind schon verrückte Vögel. Apropos Vögel, Markus, kannst du eigentlich noch so früh? Warum doch können? Ich hab das ganze Zeit nicht wieder losgeworfen. Die ganze Zeit muss ich an diesen ollen Hasen mit den langen Ohren denken. Aber Vogel war ich nicht der Einzige. Da gab es einen viel schnelleren Vogel. Der sitzt da hinten. Getränke. Ja. So, wer möchte denn alles? Ja, komm rein. Ah, hier, der ungierige Christian schon wieder hier. Oh, fein. Liebe Präsidien, auf das nächste Sessionsthema. If you're on the highway and road runner goes beep beep, just step aside or you might end up in a heap. Meep, meep. Braucht ihr lange? Wieso?
Nur wenige Minuten später. Hallöchen! Oh. Oh. Hey. Hey. Hallo! Süßer! Lang nicht gesehen! Fein! Zu uns! Na Jungs, kann ich euch zur Hand gehen? Wenn ich dich so sehe, ne? Da denke ich aber auch an diese ganzen alten Nummern zurück, damals bei der Prinzenführung. Na, kannst du dich da auch noch dran erinnern? Ich kann mich an ganz viele galaktische Situationen erinnern. Ganz viele. Galaktische Situationen. Das stimmt, Koppe. Da sind wir im Schirm mit dem Raumschiff durch die Galaxie geflogen, waren beim ein oder anderen Planeten und haben einen kleinen Halter gemacht. Das war schön. Leute, in der Session waren wir mit dem Raumschiff auf so unterschiedlichen Galaxien unterwegs. Wir haben Sachen gesehen, ihr glaubt es nicht. Hammer. Aber auf der Venus, hinterm 11. Quadranten, da habe ich eine Perle gesehen. Alter Lachs, da träume ich heute noch von. Die hatte Schuhe an, die waren 11 cm hoch. Boah, richtige Venusfalle, aber. Das war eine richtige Venusfalle. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich habe sie euch mitgebracht. Prösterchen! Da ist sie! Meine Süße! Meine Herren, oder? Ach, seht ihr alle gut aus. Habe ich euch zu viel versprochen? Jetzt aber deine Schuhe. Tut mir eingefallen, ich kann meine Schuhe nicht mehr anbehalten. Bring mich um! Ey! Oh. Alter! Das tut so weh. Schatz, ich muss mit den Füßen ein bisschen massieren. Kundschaft! Mensch, ich muss los, ihr Liebsten. Macht es gut. Ich hoffe, ich kriege gleich, ich habe schon so viel Champagner, noch einen kleinen Cappuccino oder sowas. Ja? Tschüssi! Ciao! Tschüss! Das war echt eine Apropos Banane. Cappuccino. Jungs, wisst ihr das noch? Mit dem Bödeker? Volker? Als er aus der Cappuccino-Tasse kam? Der kleine Zarte. Mit der Crema. Oh, zarte Verführung. Oh. Italien war das, glaube ich, Bella oder? Italia. Bella Italia. Bella, der war auch schön. Ne? Oder? Da hatte doch Dumme auch seinen großen Auftritt. Genau. Domenico. Vielleicht kann der auch Domenico. Ich werde dafür entscheiden, weil ich mal wieder ein. Schalt mal rein. Ja, der ist doch jetzt da. Komm. Dominik, was kannst du uns noch zu Italien erzählen? Erinnerst du dich noch an ein paar schöne Szenen? Bella Italia, das war ein wunderschönes Motto. Ich werde das nie vergessen. Wir hatten einen wunderschönen Dreh, hochrangige Persönlichkeiten, haben ja dann den Paten Don Domenico besucht. Und in einer der besten Szenen war wirklich, wo der Megabauer, ja, il Cultivatore, Matthäus, ja, dran reinkam und setzte sich hin. Und ich suchte als Paten, werde ich nie vergessen, einen Haus- und Hofverbäcker, bei dem bekommt alles aus einer Hand. Ja? Kochen und Megabauer. Wurde dann gefragt, ob er auch gut backen kann. Italienisch. Und Megabauer, unverwechselbar, schön in seiner Schlagfertigkeit, sagte dann ganz spontan, Baguette, natürlich, Baguette mit ordentlich Butter bringt den Vater auf die Dass du kannst auch gute backen. Kannst du auch Italiano backen? Klar, sicher, kein Problem. Chia Butter, Baguette. Baguette mit guter Butter hilft dem Vater auf die Mutter. So sagt man das. Verstehst du, Don? Si, si, comprendo. Gente, Bella Italia, ein wunderschönes Thema. Ich sehe, meine Familie ist schon versammelt hier an der großen Tische, um ein wunderschönes neues Sessionsmotto zu finden. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir uns erinnern, Bella Italia, Bella Afrika, ein wunderschönes Thema im letzten Jahr. Wir reisten auf einem wunderschönen Kontinent,
und hatten viele tolle Erlebnisse. Und könnt ihr euch auch noch daran erinnern, wie es war in Afrika? Hey, Afrika? Afrika war damals echt letztes Jahr richtig geil. Als hier, Markus, wir beiden mit Defender hier in der Karnevalshalle reingerauscht sind, hier von Gerd, das war total geil. Aber Afrika, ich finde, die allercoolste Szene war, als hier, Christian, du, als Rafiki bei der Prinzenkürung. Das ja, war absolut deine Rolle. Rolle? Rolle? Das war keine Rolle! Rolle? Keine Rolle! Keine Rolle! Keine Rolle! Ich habe gesagt, wir finden Prinzen und Prinzessin. Ich habe es gespürt. Ich habe es gefühlt. Was haben wir in den letzten Jahren nur alles gemacht? Wo waren wir? In welchen Städten? In welchen Ländern? In welchen Regionen? In welchen Zeiten? Meine Güte! Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hilft uns natürlich jetzt für die neue Session nicht so richtig weiter. Denn wir müssen natürlich überlegen, wie geht es jetzt weiter? Und da gucke ich jetzt nochmal in die Runde und frage, woran denkt ihr denn, wenn ihr an unseren Karneval denkt? Ja, das ist doch ganz klar. An unsere Heimatstadt. Mit dem Kump in Steinheims Mitte. Oder die glänzenden Augen von den Leuten, die bei uns Karneval feiern. Ja, oder das gemeinsame Feiern mit seinen Freunden. Die tollen Saalveranstaltungen. Ja, ich bin immer noch bei unserem Mantau, so wie es unser Meinor von uns hinterlassen hat. Ich glaube, jetzt haben wir es. Liebe Närrinnen und Narren, mit euch gemeinsam waren wir bereits in den verschiedensten Ländern unserer Erde. Wir bereisten ferne Länder wie Spanien, Italien oder Frankreich. Wir besuchten wunderschöne Städte wie New York, Rio oder Tokio. Wir tauchten ein in die Welt der Comic und Cartoons, der Gesellschaftsspiele oder in die Welt der Märchen. Wir begaben uns auf eine Reise durch die Zeit von den goldenen 20ern bis hin ins fröhliche Mittelalter. Wir überquerten die sieben Weltmeere, entdeckten Atlantis oder ferne Galaxien. Gemeinsam haben wir viele wunderschöne Orte und Augenblicke erleben und genießen können. Und auch in dieser Session fällt die Wahl des Bühnenmottos wieder auf einen wunderschönen Ort. Ein Ort, wofür unser aller Herz schlägt, an dem wir uns wohlfühlen, an dem der Karneval zu Hause ist, in dem wir gemeinsam viele wunderschöne Feste feiern, Spaß haben, Freunde treffen und Geselligkeit genießen. Ein Ort so liebenswert und schön. So lautet unser diesjähriges Bühnenmotto der neuen Session: Steinheim, meine Heimatstadt, so liebenswert und schön. Die Nationalhymne von Steinheim, am Mikrofon, unser Klare! Alleine durch die Emmauen zu gehen. Im Steinchenholz im Sommer, wenn es heiß ist, im Schatten dort zu stehen. Im Herbst, wenn bunte Blätter fallen, dann ist es im alten Hagen wunderschön. Mit der Wintersonne kannst du am Kump die Eiskristalle sehen. Doch am schönsten ist die fünfte Jahreszeit, so wie hier findest du sie nirgends weit und breit. Und kommt jetzt, Freunde! Steinheim, meine Heimatstadt, liebenswert und schön. Steinheim, meine Heimatstadt, ich werde nie mehr von dir gehen. Hier bin ich geboren, hier habe
verloren. In Steinheim, nicht in Nieheim oder Paderborn. Steinheim, meine Heimatstadt, liebenswert und schön. Steinheim, meine Heimatstadt, ich werde nie mehr von dir gehen. Hier bin ich geboren, hier habe ich mein Herz verloren.